Meine Damen und Herren, mein Name ist Manfred Rebhandl. Ich bedanke mich bei Rund um die Burg für die Einladung, doch zu lesen, auch wenn das nicht wie sonst immer draußen vor der Burg ist, bei Rund um die Burg. Ich habe die Ehre, Ihnen heute aus meinem neuen Krimi Sommer ohne Horst vorzulesen. Sommer ohne Horst ist der fünfte Teil meiner Krimireihe um den Superschnüffler Rock Rockenschaub, der im schönen Wiener Bezirk Otterkring ermittelt. Dieses Buch könnte auch Rund um das Otterkringer Bad heißen, denn dort im Otterkringer Bad gibt es den sehr gut aussehenden Bademeister Horst, der dort seit vielen Jahren tätig ist, schaut, dass alles seine Ordnung hat, dass die Jugendlichen nicht seitlich ins Wasser springen und dass die Ladies alle gut eingecremt werden. Vor 3 Tagen hatte ich auf der Wiese im Bad eine angefilmt, die keine Kinder bei sich am Badetuch sitzen hatte. Ein seltenes Glück in diesen Tagen. Und verdammt nochmal, sie hatte sogar zurückgefilmt. Aber dann war ich eingeschlafen, bevor ich sie eincremen konnte. Vielleicht wegen des dritten Bieres, das ich in der heißen Sonne getrunken hatte. Vielleicht aber auch einfach, weil ich in der Nacht davor wegen der stehenden Hitze nicht schlafen konnte. Und die Tage darauf war ich nicht da, um mit ihr etwas ins Laufen zu bringen, weil ich Willi das Schwein in seine Datscha draußen an der alten Donau bringen musste. Nun aber lenkte ich meinen Datsun wieder beschwingt hinaus zum Bad, das an den Ausläufern des Wienerwaldes lag und von dem aus man einen schönen Blick auf die Stadt hinunter hatte. Ich parkte in einer engen Lücke vor dem Eingang, die dort immer für mich freigehalten wurde, drehte den Motor ab und stieg aus. Die Schlüssel klirrten in meiner Hand, als sie gegen das falsche Gold meiner Armbanduhr schlugen. Vor dem Kassenhäuschen blieb ich stehen, schob meine Brille hinauf und sagte freundlich: „Guten Morgen, Friederike, wie geht's denn heute so?" Wer wie ich mit Friederike eng befreundet war, der musste im Bad keinen Eintritt zahlen, jedenfalls nicht in diesem. Darüber war ich ganz froh, denn die verdammten Schnüfflergeschäfte liefen schlecht in diesen Tagen und mein Kumpel Willi zögerte, mir sein Pornhaus-Imperium zu überschreiben, was mir ein Überleben auf immerhin niedrigem Niveau gesichert hätte. Mit anderen Worten, ich war pleite. Und so eine Saisonkarte hätte unnötig auf die Ausgabenseite gedrückt. Friederike arbeitete hier seit über 20 Jahren, vielleicht auch seit über 30, was weiß ich. Und früher, naja, früher, da war sie ein echtes Rennpferd gewesen, aber heute war natürlich auch sie weitgehend verwelkt. Ihr Dekolleté zog sich zwischen ihren fleischigen Oberarmen zusammen wie ein Zigeunerakkordeon und ihr Arsch glich einer 200 Euro teuren Wurstsemmel. Alles, was sie zu bieten hatte, steckte in einem viel zu engen, viel zu blauen Badeanzug, über den sie immerhin ein weites Tuch warf. Mit anderen Worten, das Rennpferd lahmte bereits gewaltig. Aber die Erinnerungen an sie waren immer noch süß. Meinen freundlichen guten Morgengruß erwiderte sie stets mit einem neckischen: „Aber Rocky, es ist doch schon 14 Uhr." Und ich antwortete dann jedes Mal: „Aber Friederike, sag doch bitte nicht Rocky zu mir. Ich heiße Rock wie der Felsen und nicht Rocky wie das Felsili. Aber das weißt du doch, nicht wahr?" Und natürlich wusste sie es. Außerdem sagten mir ihre Augen, dass ihr der Felsen immer noch gut gefiel. Ihre lüsternen Blicke wanderten auf meine Brusthaare ebenso wie auf meine Schenkel und irgendwann natürlich auch an die Stelle dazwischen. Ich musste dann immer wieder mal streng mit ihr sein und sie an den Zahn der Zeit erinnern. Ich fragte: „Wie alt bist du jetzt eigentlich, Friederike?" „Hä?" „Bald 50", sagte sie. Ich antwortete: „Friederike. Na gut, 52. Na, also gut, 54. Friederike. Ach, okay, 58. Und wie heißt es weltweit zum Thema?" fragte ich sie. „Fick nicht mit dem Offizier." So ungefähr. Dann bat ich sie, mir endlich mein gelbes Casali-Badetuch sowie meine Eincremehilfe der Marke Tiroler Nussöl zu geben. Beides hatte ich bei ihr im Spind deponiert. Bevor ich mich mit den immer gleichen Worten von ihr verabschiedete: „Ich gehe dann mal hinüber zu Horst, zu meinem Freund Horst nämlich, dem Bademeister,
der um diese Zeit des Tages immer schon drüben in der Kantine saß, wo wir bei Kantinenwirt Erwin ein Heringedeck als spätes Frühstück zu uns nahmen. Aber Friederike schaute mich plötzlich mit besorgten Augenaufschlag an und sagte: Horst ist doch heute gar nicht da. Und ich sagte, als es mir den Sack in der Hose zusammenzog: Machst du Witze? Horst ist doch immer da. Es war, als wäre die Sonne in die Erde gefallen. Weder hatte Horst Friederike angerufen, dass er nicht kommen würde, noch war er drangegangen, als Friederike ihn anrief, um zu fragen, ob er denn bald kommen würde. Dabei stand Horst seit gut 30 Jahren verlässlich jeden Tag hier als Bademeister in der Wiese herum, vielleicht sogar seit 40 Jahren, was weiß ich, mit einem Körper, der ein streng nach der Form eines Kornettos gemeißelter Stein war. An seinem mächtigen Schädel hingen bis halb zum Arsch lange blonde Haare, die er aber mittlerweile natürlich nachfärben lassen musste. Unter seiner Nase trug er einen blonden, festen, unfassbar männlichen Schnauzer. Die in Bademeisterkreisen vorgeschriebene braune Lederhaut bildete die Grundlage für die in Bademeisterkreisen ebenfalls vorgeschriebenen Goldkettchen über den wiederum dazu passenden Brusthaaren und die das Gesamtbild perfektionierende weiße, enge Badehose, an der sich sein mächtiges Teil deutlich abzeichnete. Horst sah aus wie der große Bruder von Hulk. Horst, mit der kleinen Einschränkung vielleicht, dass an der Rückseite dieses gewaltigen Körpers die Haut auch schon ein wenig faltig geworden war und das aus dem engen Bademeistertanga heraushing, was früher mal an seinem steinharten Arschmuskel klebte. Aber eben nicht mehr, wo auch er schon Mitte 50 war. Und okay, das ehemals steinharte Brustfleisch bewegte sich auch schon ein wenig in Richtung Süden, aber insgesamt war er natürlich immer noch eine Top-Erscheinung, die von allen im Bad Blondie genannt wurde. Und jeder konnte sich vielleicht denken, warum. Die schlanken, braun gebrannten Ladies der Bauart Bunny Beach klebten jedenfalls an ihm und wollten nichts anderes, als von ihm eingecremt zu werden. Und dann. Ich hatte auch Blondie in Dirty Willys Swedish Pornhaus kennengelernt, wo ich für Dirty Willy im Nebenjob das Mädchen für alles spielte. Die Filme einlegen, die Plakate aufhängen, die Sportgummis verkaufen und die verdreckten Taschentücher wegräumen, sobald die letzten Kunden das Kino irgendwann nach Mitternacht verlassen hatten. Horst war dort regelmäßiger Gast während der ausgedehnten Swimmingpool, Summer Splash oder Wet T-Shirt Sommerfestwochen. Alles mit Wasser gefiel ihm. Aber vor allem gefielen ihm natürlich die Ladies. Und er liebte es, sie einzucremen. Er liebte es wirklich. Eincremen war vielleicht das, was er in seinem Leben am liebsten tat und am besten konnte. Besser sogar noch als Schwimmen. Und natürlich hatte auch ich von Horst gelernt, wie man die Ladies fachmännisch eincremt. Man fing immer unten bei den süßen Zehen an und arbeitete sich dann langsam nach oben hin zum ebenso süßen Arsch. Bevor man dort in der Mitte angekommen war, verlegte man seine Finger hinauf zu den süßen Ohrläppchen und arbeitete sich von diesen wieder nach unten, abermals bis zum süßen Arsch. Erst dann schob man die Hand dorthin, wo die Freude wohnte, und fragte mit säuselnder Stimme: Na? So jedenfalls hatte er mir erklärt, dass man das machen müsste. Zuschauen ließ er mich dabei aber natürlich nie. Betriebsgeheimnis. Leider hatte sich das Publikum im Bad in den letzten Jahren ganz schön verändert und Sätze wie am Abend schon das Vorbeste fielen heute deutlich seltener als früher. Das lag aber nicht an Horst oder an mir oder gar an unserem langsamen Verwelken. Das lag an einer Entwicklung, die ganz und gar unerfreulich war. Früher kamen nämlich hauptsächlich Frauchens zu Horst ins Bad und wollten ihren Spaß haben. Nun aber waren es hauptsächlich Mütter, die noch nie etwas von Spaß gehört hatten und schon gar nichts von Spaß verstanden. Sätze wie böser, böser Onkel, weg, 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 hörte man heute deutlich häufiger als zu dir oder zu mir. Knapp gefolgt von lass dir von deinem Onkel ja kein Eis schenken in Richtung der Kinder. Und dann gab es auch noch diesen neuen Trend, dass sich alle sofort sexuell belästigt fühlten, sobald man sie auch nur ein wenig länger und ein kleines bisschen geiler anschaute, als die Ladies es von ihren Milchshake-Trinkern zu Hause gewohnt waren.
Immer öfter gab es daher auch für Horst einfach mal ein paar Stunden lang überhaupt nichts zu tun, weder etwas zu schauen, weil man sofort schroff angegangen wurde, noch etwas zum Eingremen, weil sich diese Mütter nicht von uns eingremen lassen wollten, während sie ihre Rotznasen stillten. Was früher der Name einer leidlich guten Band war, das war heute angeblich ein Statement in die Richtung, dass eine Lady noch lange keinen Sex mit einem haben wollte, nur weil alle Signale genau darauf hindeuteten. No means no. Es wurde eben nie etwas einfacher im Leben, sondern eher im Gegenteil, immer alles noch schwieriger. Daher kam es immer öfter vor, dass ich abends ganz ohne Lady an meiner Seite nach Hause fahren musste und mir dann einredete, dass der Tag trotzdem schön gewesen war, dass der Duft nach Sonnencreme, nach Wassereis am Stiel und nach Schweiß, der den weiblichen Körper ja immer noch bedeckte, mir genügte und ich auch einfach so glücklich sein konnte. Oder ich nahm Friederike mit nach Hause, was aber wirklich die allerletzte Option war, während Horst immer irgendeine Option hatte und immer war sie schlank. Glücklich war ich dann aber natürlich nur im Vergleich zum ganzen Rest des beschissenen Jahres, an dem dann wieder Dauerwinter herrschte. Und das dann immer mit diesem elenden Weihnachten ausklang und mit dem noch viel elenderen Silvester endete, bevor sich dann im Jahr darauf vielleicht ein Azoren hochbildete, aber viel öfter natürlich nicht. Zufriedenheit war eben eine Frage der Perspektive. Meine Damen und Herren, das war ein kurzer Ausschnitt aus meinem Buch Sommer ohne Horst. Zufriedenheit ist eine Frage der Perspektive, vor allem jetzt in diesen Tagen, wo es uns ein bisschen schwerfällt, zufrieden zu sein mit dem, wie wir leben müssen. Trotzdem wünsche ich Ihnen, dass Sie mit Zuversicht nach vorne schauen, in Richtung eines Sommers, in Richtung Otterkringer Bad vielleicht, wo wir dann wieder Eis essen und uns gegenseitig eincremen und vielleicht auch seitlich ins Wasser springen, wenn der Bademeister, der natürlich Horst heißen wird, gerade mal wegschaut, weil er in der Kantine sitzt.